Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier zur nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir haben ja im letzten Part dieses zähe Viech aus dem Hause des Kurt Dysart erledigt. Und jetzt schauen wir mal, wie wir jetzt als nächstes weitermachen. Und dazu machen wir mal unser Questbuch auf. So, da kommen wir noch nicht ganz weiter. Nach Skellige wollen wir immer noch nicht. Und ich denke mal, wir werden jetzt als erstes mal zu Vernon Roche reisen. Und da treffen wir sie dann wieder. Die liebe Wes. Wer den zweiten Teil von The Witcher gespielt hat, der kennt ja Wes. Und wer mich schon kennt und früher mal bei meinen Witcher Livestream zugeschaut hat, der weiß, ich finde Wes ja, sehr sympathisch, sagen wir mal. Ach, was soll man lange reden, sie gefällt mir halt. So, dazu werden wir uns hier an dieses Schildchen begeben. Langsam gehen umschalten, wir wollen nicht die ganze Zeit so zu rennen. So, schnell reisen. Und dann gehen wir mal ins Widerstandslager. Hoffentlich haben wir da eine Nähe. Oh, da ist ja wieder nichts in der Nähe. Ja, ich denke mal, am nächsten liegt das Westtor aus Ochsenfurt. Ich glaube näher. Ah ne, warte, wir gehen hier zu den Weizenfeldern. Wir gehen hier zu den Weizenfeldern. Und reiten dann von dort aus dorthin. Endlich auch mal wieder mit Plötze unterwegs. Waren wir ja schon eine ganze Zeit nicht mehr. So, Plötzi, wo bist du? Warte, Baby, ich komm. So. Beweg dich. Jawohl. Hab ich gerade Baby gesagt? Zumindest galoppiert Plätze auch wieder. Na, wir reiten schon Plätze. Wir kürzen nicht ab. Hier ist wieder das Rennen gewesen, wo wir ja mit der Herzogin oder was. Mal gucken, kommen wir überhaupt rum. Ne, wir müssen da schon irgendwie durch. Das hilft nichts. Ich habe Balladen über dich gehört und über deine Zauberin Dunewelt. Ja, Entschuldigung. Ich muss hier nun mal durch. Das hilft ja nichts. Los, los. Ich mach das ja alles nicht gern. So. Hier ist nämlich auch das Anwesen der Wegelbutz. Das wird dann später nochmal bei Wegelbutz. Schon. Und dann gehen wir doch mal hinein. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Ach, sonst noch was? Was machst du dir? Verstehe. Und hinter dir, ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Klugscheiße. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Eben. Nee, 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 nee. Komm rein, Geralt. Ich
Ja, der gute alte Vernon Rush. Geralt von Riva. Gesund und munter. Wer den zweiten Teil gespielt hat, kennt auch ihn. Vernon Rush, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Rush, ich kann sie nicht zurücklassen. Oh, Bess. Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben. Bitte. Wir sind fertig. Wegtreten. Fahr sie nicht so an. Hallo, Wes. So, ja, wir machen natürlich erstmal ein klein bisschen Smalltalk, wie sich das gehört. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Yaruga kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blathana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber? Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Und was treibst du zurzeit so? Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. So, dann würde ich sagen, machen wir mal eben schnell. Gucken wir mal, wie wir eben... Spielst du Quint, Rosh? Ja, aber ich habe hier keine Gegner. Wenn du ein Blatt hast, vielleicht Wester, da würde ich mir eine Runde Strip-Gwen spielen. Ah, ah, ja. Viel schlimmer. Ja. So, mal gucken, ob sich hier irgendwas großartig geändert hat. Das ist ein Zweier. Nee, der verstärkt die Front. Das behalten wir ein bisschen. Ja, wir versuchen es einfach mal so. Ansonsten ist da nichts weiter. Wir gucken mal, ob wir es schaffen oder nicht. Beginnen ist immer doof. So, die klärende Kälte kann auf jeden Fall weg. Und dann machen wir eine gute Wetterkarte auch weg. So, haben wir irgendwo einen Spion? Nee, haben wir natürlich nicht. Gut, dann passen wir direkt mal. Anfang ist immer saudoof. Zehner. Ist klar. Na nun komm. Nee. Wir werden ihn hier vorschicken. So, passen auch. Jetzt hat er eine Karte mehr als wir, das ist doof. Ah, wir kriegen eine dazu. Das Horn des Kombinanten. Ja. So, ja, jetzt ist die entscheidende Runde, wo wir gerade von West gesprochen haben. Gehen wir mit ihr mal vor. Fernkampfeinheiten. Ach, was ist denn Nebel?
ist doch. Wir warten mal ab, bevor wir die gute Wetterkarte ziehen. Die wollen wir gar nicht. Stärken wir jetzt nochmal. Könnte knapp werden. Da hat er uns da oben fertig gemacht. Doof. Komm doch mal wieder auf eine Partie vorbei. Betrügst doch. Ich weiß es doch. Geralt van Riva. Gesund ja, und munter. So wie vor 2 Minuten schon mal. Eine Partie gewinnen. So, einmal versuchen wir eben schnell. Viel Glück. Passen wir. Nein. Passt. Ja, passt jetzt natürlich auch. Passen, dachte ich mir. So, wir müssen leider einen mehr setzen als er. Das ist Mist. So, und jetzt kommt's drauf an, jetzt warten wir ab. Oh, wieso hat der meine 10er-Karte auf der Tasche? Er betrügt doch.
So, wenn er jetzt keine 10er Karte hat. Ja, gut, das ist egal. Oh, haben wir geschafft. Geht doch. So, Karte raus. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Hier, du hast die Karte verdient. Das sehe ich auch so. Weißt du, welcher Gegner sich sonst noch lohnt? Ich habe von einem Mann gehört, der kürzlich durch Novigrad gekommen ist. Es wird dich interessieren, dass er auch ein Hexer ist. Ich kenne Lambert. Lambert heißt er. Der alte Lambert, ein Kartenspieler? Interessant. Dann warte ich noch auf einen Kumpel aus dem Süden. Der spielt gerne und gut. Aber noch besser ist er darin, sich zu verspäten. An deiner Stelle würde ich nicht warten. Na, schauen wir mal. Oder? So, und jetzt... Gerald von Riva. Gesund und munter. Ja. Dann gucken wir jetzt mal, was es mit Hurensohn Junior auf sich hat. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Eben. So, dann treffen wir ihn doch mal an der Brücke in Ochsenfurt und treffen dort den Kontaktmann. Komm schon! Warum wir jetzt nicht zusammenreiten, muss auch keiner verstehen, ne? Hallo, guten Tag. Einen interessanten Basilisken hast du da. Klar ist er interessant. Sowas bekommt man hier nicht zu sehen. Die schlüpfen nur in den Einöden Sirikaniens. Aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden. Aus Hahneneiern? Hahneneier, sagst du? Und was für Hähne? Recken ihre Hinterteile anderen Hähnen wie brütende Hennen entgegen. Eier von so einem Hahn müssen von 101 giftigen Vipern ausgebrütet werden. Dann pickt sich der junge Basilisk den Weg ins Freie. Nein. Dieser Basilisk ist interessant, weil er genauso wie ein Vipern aussieht, wenn er jung ist und nicht gut genährt. Du sprichst wirres Zeug, Herr. Das hier ist der echteste aller Basilisken. Richtig, was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein Hexer. Moment mal, wenn das ein Wyvern ist und kein Basilisk, wofür habe ich dann bezahlt? Gib mir mein Geld zurück, richtig Betrüger. So. Tapfere Soldaten, nicht drängeln sonst. Vorsicht! Es sieht so aus, als wäre der Käfig genauso falsch gewesen wie der Basilisk. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Wieso dir? Lang lebe. Hallo? Missgeburt. Er ist zum Schwein nach diesem Gelände. Wo ist er um Freakin geflüchtet? Ich hab euch die Augen geöffnet. Undankbar ist der Weltenlohn. Ich weiß es schon. Ich kann es für ihn nicht tun. Lang lebe Radovid. Mein Kontakt sollte hier sein. Hallo. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Wer ist denn der Kontakt?
Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Hm. Dann würde ich sagen, gehen wir. Gehen wir. Lang lebe Radiowesen. Ziemlich viele Wachenleute hier. Irgendetwas stimmt nicht. Stimmt nicht, höre ich immer ungern. Dann lass es uns rausfinden. Eben. Okay. Euer Majestät. Schach. Matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Ne? Keine Ahnung. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Das wollte ich gerade sagen. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam. Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, ja, sicher. Ja, Majestät, ich verstehe es jetzt. Du verstehst gar nichts. Doch. Du redest mir nur nach dem Mund. Nein. Das meinte ich nicht wirklich. Erste verborgene Wahrheit. Ein Monarch ist immer von Narren umgeben. Verstanden? Ja. Alles klar. Ja, das verstehe ich. Was soll ich machen? Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Also ich hatte erstmal keine Ahnung, dass ich einen König treffen werde. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. So, und ich suche Hurensohn Junior. Ich suche Cyprian Will, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt?
Warum? Sieh es als Geste des guten Willens, zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Dachte ich mir. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Alles klar. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Okay. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Was? Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager. Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Warum ziehst du das Schwert? Frechheit. So, jetzt können wir mal eben gucken. Ich meine, da gab es jetzt auch mehrere Lösungsansätze. Quest, wir wollen, wie gesagt, Fehlschlag. Was ist da fehlgeschlagen? Die Banden von Novigrad. Wir haben einen fehlgeschlagen. Oh nein, ich hasse das. Ja gut, kann man jetzt nicht ändern. Dann ist das leider so. In dem Moment, wo wir jetzt diese Mission angefangen haben, war dann das andere erledigt, weil wir jetzt wissen, wo er ist, müssen wir nicht mit dem Hacker sprechen. Gut, das ist leider ärgerlich, aber nicht zu ändern. Dann können wir jetzt in aller Seelenruhe uns in Hurensohns Versteck begeben. Draußen rasten irgendwie Hunde aus. Ich würde aber sagen, das machen wir dann morgen. Da steht jetzt auch bei Quest gescheitert. Was ist denn da draußen los? Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und morgen begeben wir uns dann gemeinsam zu Hurensohns Versteck und gucken vor allem nach, was der gute Vernon für Probleme mit der lieben Roche hat. Würde mich natürlich freuen, wenn du dann wieder zuschaust. Und bis dahin sag ich jetzt Tschüss und bis dann.